unseren nächsten Referenten ankündigen, Peter Katz. Seit 15 Jahren ist er in der Fotografie tätig und hat das Glück, dass er sein Hobby zum Beruf machen konnte. Er war im Handel und auf Messen tätig und fand 2016 den Weg zu Fujifilm. Neben der Fotografie ist inzwischen das Filmen zu seiner Leidenschaft geworden. Kommen wir aber jetzt zum Inhalt, Frank. Ja, bei Peter Katz geht es heute um die Fujifilm XE4, die Systemkamera für die Jackentasche. In diesem Beitrag schauen wir uns die derzeit kleinste und leichteste Systemkamera der X-Serie von Fujifilm genauer an. Extrem kompakt und vielseitig, und damit ist sie der ideale Begleiter für Vlogger und Storyteller oder für Fotografen, die eine immer dabei Kamera sich wünschen. Und jetzt schauen wir mal, ob Peter schon da ist. Hallo Peter. Ja, hallo. Freut mich sehr. Du kannst uns hören, wir können dich sehen. Genau. Freut mich sehr, hier aus Nürnberg. Ich glaube, ihr seid in Hamburg. Ja. Ja, ich habe euch heute die XE4 mitgebracht, mit leider einem alten 27er. Ich habe das neue noch nicht mitbekommen und hoffe aber, dass das möglichst irgendwann auch auf meinem Schreibtisch liegt und ich damit ein bisschen rumspielen kann, aber aktuell noch mit dem alten. Das spielt aber jetzt keine große Rolle, weil eigentlich das Objektiv ungefähr genauso groß ist wie das neue 27er. Es fehlt noch so ein bisschen der Blendenring dabei, aber ansonsten sind die sehr ähnlich. Ich habe euch mal hier eine kleine Nahaufnahme noch mitgebracht. So, jetzt sehen wir die Kamera mal von nahem. Und zwar sieht man hier nämlich richtig schön, wie schmal, wie klein, wie flach das Ganze eigentlich ist. Und wie gut das Ganze auch eigentlich so für die Hosentasche gedacht ist. Zum Vergleich, für Hosentasche, was sage ich denn da? Also kommt auf die Hose natürlich drauf an, aber eigentlich meine ich die Jackentasche. Also wenn man jetzt gerade mal im Winter oder im Sommer mit der Sommerjacke unterwegs ist, ist das eigentlich kein Thema. Ich packe die einfach ein und bin damit unterwegs. Und jetzt habe ich euch hier zum Vergleich mal die XT4 mitgebracht. Das ist doch schon ein ganz anderes Gehäuse, eine ganz andere Größe, wo ich mir schon zweimal überlege, ob ich dieses Gewicht in der Jackentasche drin haben möchte. Ich habe natürlich jetzt hier auch ein anderes Objektiv mit drauf, das 1680 Objektiv. Aber ansonsten, wie gesagt, das Schöne an der Kamera ist einfach, sie ist klein, sie ist leicht und ich habe sie einfach unwahrscheinlich schnell dabei und kann dann damit arbeiten. Klingt immer blöd. Also ich nutze eigentlich die Fuji-Kameras hauptsächlich auch zum Arbeiten, sowohl im Videobereich als auch im Fotobereich. Und die XE4 ist aber jetzt sicherlich auch eine Kamera, die nicht nur zum Arbeiten da ist, sondern auch für die Freizeit. Also ich hatte vorhin schon gehört, dass hier auch die Kinder unterwegs sind. Das ist bei mir nicht anders. Ich habe auch eine zweijährige Tochter. Und da habe ich hier einfach so diesen Vorteil, dass man die Kamera einfach rumstehen lassen kann. Sie ist klein, sie ist unauffällig. Wir haben jetzt auch wieder Geburtstag gehabt und dann kann ich mit der Kamera einfach mich drin bewegen. Man fällt gar nicht so auf. Die sind eigentlich ziemlich abgespeckt. Eigentlich sieht sie fast auch so ein bisschen aus wie eine kompakte Kamera, was sie aber nicht ist. Und dann habe ich die einfach schnell parat, kann unaufgeregt Bilder machen, bin nicht so präsent, was eigentlich sehr, sehr gut ist. Aber die Bildqualität von der Kamera oder diese internen Möglichkeiten von der Kamera, das ist aber trotzdem genau das Gleiche wie jetzt bei der XT4. Ich habe jetzt natürlich keine Stabilisierung mit drin, aber ich habe genau den gleichen Sensor verbaut, ich habe genau den gleichen Prozessor verbaut, auch von der Gesichts- und Augenerkennung, von der Geschwindigkeit, vom Autofokus her. Das ist auch 1:1 genau das Gleiche. Also ich muss mich da auch, ich muss jetzt da auch keine Abstriche machen, was die Bildqualität, was die Kamera angeht. Ich bin von der Geschwindigkeit, was die Serienbildgeschwindigkeit angeht, nicht ganz auf der Höhe von der XT3 oder XT4. Spielt aber jetzt auch keine große Rolle, weil ich mit 8 Bilder pro Sekunde mit dem mechanischen Verschluss, finde ich zumindest, mehr als ausreichend unterwegs bin. Ich versuche momentan sowieso so ein bisschen von dieser ganzen Serienbildgeschwindigkeit wegzukommen, mit Einzelbild einfach mich mehr auf mein Motiv zu konzentrieren und dann da auch mehr zu gucken, wann kommt denn die Person, wann ist die richtige Situation, wann lacht derjenige und so weiter und dann wirklich drauf zu drücken, wenn es soweit ist. Das heißt, wieder ein bisschen langsamer, ein bisschen mehr Geduld haben und einfach mich in die Situation hineinzuversetzen und dann einfach mit der Kamera schöne Bilder zu machen. Aber ich schweife eigentlich so ein bisschen ab. Ich möchte euch mal die Kamera so ein bisschen zeigen, was sich da getan hat. Und zwar von außen sieht sie jetzt fast so aus wie eine X100F. Man merkt hier an der Seite ein bisschen, dass aber dieser Schalter für den Autofokus weggefallen ist. Der ist jetzt ein bisschen nach innen gerutscht.
Das Design ist alles ein bisschen sauberer, ein bisschen cleaner eigentlich. Auch wenn wir uns das Ganze jetzt mal von hinten anschauen. Wir haben jetzt hier diesen Joystick, der sich eigentlich als sehr sinnvoll herausgestellt hat, weil ich da auch, wenn ich die Kamera im Auge habe, sehr, sehr gut den Autofokuspunkt bewegen kann oder mich durchs Menü bewegen kann. Und habe hier oben nochmal die drei Möglichkeiten. Einmal über die Drive-Möglichkeit, das zeige ich euch gleich nochmal, Einzelbild, Serienbild, Videofunktion umzustellen. Und auch von oben, ich habe hier so dieses Zeitenrad, wobei beim Zeitenrad mittlerweile auch die Automatik mit dazugekommen ist. Und die Programmautomatik hier vorne, ich muss mal gucken, ob ihr das gut sehen könnt, schaut mal ein bisschen mehr ran, genau. Ihr habt die Belichtungskorrektur, also im Prinzip ist alles oder die wichtigsten Sachen genau da, wo man es eigentlich erwartet. Was ich aber sagen muss, ist, dass man sich ein bisschen umstellen muss. Also ich habe mich ein bisschen umstellen müssen. Jemand, der jetzt neu zu Fujifilm kommt und neu mit dieser Kamera anfängt, muss sich ja sowieso in ein neues System reinarbeiten. Jemand, der aber schon mit Fuji arbeitet, wird das ein oder andere ein bisschen anders machen müssen. Zum Beispiel beim Joystick, um die Autofokusfelder zu vergrößern und zu verkleinern. Was bei der XT4 so, ich drücke den Joystick und dann kann ich es ein bisschen vergrößern und verkleinern mit dem Multifunktionsrad. Das ist jetzt hier ein bisschen anders geworden. Ich muss einfach den Joystick gleich nach links drehen und drücken und kann dann mit dem Multifunktionsrad vorne meinen Autofokusbereich vergrößern oder verkleinern. Also man muss sich bei einigen Sachen umstellen, aber Fuji hat sich auch bei vielen Sachen einiges gedacht und das zeige ich euch gleich mal, wenn wir uns die Kamera von innen anschauen. Die Kamera wird aber auch gerne so als Vlogging-Kamera angepriesen. Ich zeige euch jetzt auch mal warum. Und zwar habt ihr nämlich die Möglichkeit, dass ihr den Monitor nach oben klappen könnt. Und damit könnt ihr eigentlich wunderbar Selfies machen. Ihr könnt sehr, sehr gut euch selber aufnehmen und filmen. Und das Ganze aber auch recht zügig, recht vernünftig. Ich sage euch auch, warum. Ich mag nicht so gerne diese dreh- und schwenkbaren Monitore. Sind zwar im Videobereich teilweise sinnvoll, aber sowas finde ich immer deutlich sinnvoller, weil ich einfach die Kamera sehr schnell klappen kann. Das heißt, ich kann die sehr schnell nach oben klappen, um von oben drauf zu gucken. Ich kann sie aber auch nach unten klappen, um 45 Grad das Ganze oder fast 90 Grad nach unten anzuschauen. Oder komplett nach oben bewegen und kann dann eigentlich auch sehr mobil mitarbeiten. Was ich jetzt schon mal teilweise gelesen oder gehört habe, ist, dass sich dann manche beschweren, mehr oder weniger, dass man ja hier oben normalerweise das Mikrofon mit drauf hat als Vlogger. Und wenn ich jetzt den Monitor nach oben mache, dann ist es ja so ein bisschen blockiert. Das stimmt. Ich habe aber jetzt für meine XT4 zum Beispiel so eine Grifferweiterung hier vorne und die hat da unten noch so eine AK-Swiss-Schiene mit dran. Und hier an der Seite aber noch so eine Aufnahme für das Mikrofon. Das heißt, ich kann darüber das Mikrofon einfach an die Seite machen und dann stört mich das auch gar nicht. Also es gibt auch da sehr, sehr intelligente Möglichkeiten, das Ganze auch da wieder zu korrigieren. Und dann auch das Mikrofon und so weiter alles komplett und voll nutzen zu können. Das ist für mich so ein bisschen der Vorteil von der E4. Ich bin bisher aber nicht so dieser Freund gewesen von der XE2 oder XE3. Die sind von mir immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden durch den festen Monitor, durch diese wenig vorhandenen Videomöglichkeiten und so weiter. Und bei der XE4, muss ich sagen, ist es für mich jetzt wieder, ich nehme sie sehr gerne in die Hand, weil sie einfach klein ist, weil sie leicht ist, weil sie vom Autofokus genau auf demselben Stand ist wie jetzt die anderen Kameras. Und für mich natürlich vor allen Dingen von der Videofunktion, weil die Videofunktion eigentlich die gleiche ist wie bei der S10. Das heißt, ihr habt dieses unwahrscheinlich umfangreiche Videomenü mit dabei. Könnt jetzt zwar in Anführungszeichen nur mit 4K30 und Full HD bis zu 240 Bilder pro Sekunde aufnehmen. Für die meisten Sachen, also gerade aber auch so in dieser Preisklasse, ist es aber mehr als in Ordnung. Das heißt, damit sollte man eigentlich super zurechtkommen. Ihr habt jetzt hier eine kleine Einschränkung. Und zwar kann diese Kamera nicht über H265 aufzeichnen. Da hätte ich dann die Möglichkeit, dass ich intern noch mit 10-Bit das Ganze nutzen kann. Aber ich würde mal fast sagen, jemand, der so in diesem professionellen Bereich mit drin ist, der wird wahrscheinlich sowieso noch zu einer XT4 mit hochgehen, weil ich da nochmal ganz andere Möglichkeiten habe im Videobereich und da nochmal diese Professionalität voll ausleben kann.
Die Kamera liegt ungefähr bei 900 Euro UVP, das heißt, sie ist bei unter 1000 Euro und dafür habe ich sehr umfangreiche Videomöglichkeiten mit 8-Bit und auch sehr guten 8-Bit, die die Kamera umsetzt. Ich habe diese ganzen Filmsimulationen mit dabei, ich kann das Ganze im F-Log machen. Ich kann aber auch, wenn ich möchte, die Kamera anschließen an einen externen Monitor. Zeige ich das mal hier vorne, das heißt, ich habe die ganzen Anschlussmöglichkeiten. Oben habt ihr einen 3,5er Klinke, der ist jetzt für die Remote gedacht, also für die Fernbedienung. Und da könnt ihr aber auch noch, wenn ihr das Innenmenü umgestellt habt, ein Mikrofon dran setzen. Darunter habt ihr einen USB-C. Ein Adapter ist im Lieferumfang mit dabei, wo ihr dann den USB-C auf 3,5er Klinke wieder erweitern könnt und könnt dann auch einen Kopfhörer anschließen. Und ganz unten drunter das Mikro HDMI. Hier könnt ihr einen externen Monitor dran setzen und können dann über diesen externen Monitor wieder in 10-Bit und 422 das Ganze aufzeichnen. Das heißt, ihr merkt schon ein bisschen, die Kamera kann eigentlich unglaublich viel für dieses kleine, kompakte Gehäuse. Das Allerwichtigste bei mir ist aber immer, was ich auch den Leuten sage, wenn ihr eine Kamera kauft, guckt immer, dass ihr die dabei habt. Und das ist eine Kamera, die ist klein und kompakt, das heißt, ich nehme sie schnell mit oder ich habe sie zu Hause rumstehen und bin dann da unterwegs und mache mal schnell meine Bilder und kann aber nahezu die fast alles machen, was auch die großen Kameras können. Auch von der Bildqualität ist es genau das Gleiche, von daher ist es kein Thema. Ich würde für euch mal die Kamera anschließen und euch mal so ein bisschen zeigen, was die Kamera vom Menü her kann. Also die meisten, die jetzt so eine S10 oder sowas haben, die werden das Ganze schon kennen. So, Moment. Das heißt, ihr seht hier ein bisschen den Monitor. Das ist jetzt alles so, wie man es von Fuji her kennt. Ihr habt jetzt wenig Tasten mit dabei. Wenn ihr die Display-Back-Taste allerdings 2 Sekunden drückt, dann habt ihr die Möglichkeit, Moment, ich muss mal aus dem Modus kurz raus. Wenn ihr die Display-Back-Taste 2 Sekunden drückt, jetzt habt ihr hier Tasten, die ihr von der Funktionalität umstellen könnt. Also auch die Q-Taste oben, da habt ihr trotzdem, man sieht das oben, so ein bisschen 8 von 8 Seiten. Also ihr habt eine ganze Menge Möglichkeiten, diese Taste mit Funktionen zu belegen, die ihr häufig nutzt. Diese Taste habe ich jetzt ganz gerne auf der ISO, das heißt, dann habe ich alles eigentlich direkt parat. Und ihr habt natürlich diese Wischgesten. Ihr habt ein Touch-Display und wenn ihr jetzt von unten nach oben wischt, dann würde jetzt hier das Histogramm kommen. Oder das ist jetzt die 3D-Wasserwaage, die dann, wenn ihr von oben nach unten wischt. Das heißt, auch hier eigentlich gut zu individualisieren für die Funktion, die ihr nutzen wollt. Hier ist die Taste mit der Drive-Funktion. Hier könnt ihr Einzelbild, Serienbild und so weiter alles einstellen. Auch die ganzen Bracketing-Funktionen, ISO-Reihe, Belichtungsreihe, Filmsimulationsreihe und so weiter. Und wenn jetzt eins nach unten geht, springt die Kamera sofort auf die Movie-Funktion. Jetzt schauen wir uns mal das Menü an. Und hier sieht man, dass das Menü eigentlich ziemlich genau dem entspricht, was ihr von der S10 gewohnt seid. Habt ihr jetzt natürlich die Funktion mit der Stabilisierung nicht dabei. Die Kamera hat keine interne Stabilisierung. Aber ansonsten, was den Videomodus angeht, was den Codec angeht, die Hochgeschwindigkeitsaufnahme, Filmkopf, Fix, F-Protokoll, das heißt, ihr könnt auch in der Kamera oder extern im F-Log das Ganze aufzeichnen. Habt auch hier die Möglichkeit, die F-Log-Anzeige einzuschalten. Das heißt, das wird euch ein bisschen simuliert, wie es später ausschauen könnte. Habt hier euer Grading mit drinnen, das ihr praktisch auch hier schon im Vorfeld festlegen könnt. Für mich, muss ich sagen, habe ich hier immer ganz gern das Astia mit drin. Also alle meine Kameras hier sind auf Astia eingestellt, weil das sehr schöne Hauttöne ergibt. Über die Tonkurve könnt ihr auch die Highlights und die Schatten einstellen. Habt ihr den Autofokus, der hier sehr umfangreich konfiguriert werden kann, euer Mikrofon. Und genau hier müsst ihr übrigens umstellen, bei dem 3,5er Klinke über Remote oder Mikrofon, auf was er reagieren soll. Habt ihr Mikrofon angeschlossen oder habt ihr hier einen Fernauslöser angeschlossen? Kopfhörer könnt ihr auch mit reinsetzen. Mikrofonbuchse, das ist auch nochmal etwas. Die Mikrofonbuchse für diejenigen von euch, die auch über einen Audiofilterrekorder verfügen und damit eben hauptsächlich arbeiten, dann habt ihr die Möglichkeit, die Mikrofonbuchse als Line-In umzuschalten. Das heißt, der verändert das euer Ton auch gar nicht, weil das hat ja im Prinzip euer Audiofilterrekorder getan.
er schleust das Signal einfach nur durch und macht gar nichts. Und da sieht man schon ein bisschen, wie professionell eigentlich diese Kamera aufgestellt ist von der ganzen Funktionalität her. Auch von der Sensortechnik, das heißt, im Videobereich habt ihr eigentlich ein 6K Downsampling mit drin, mit dem ihr dann im 4K oder Full HD aufzeichnet, also auch eine unwahrscheinlich hohe Auflösung, mit dem ihr arbeiten könnt und auch mit 8-Bit, also es wird oft gesagt, du brauchst 10-Bit und so weiter. Ich bin aber der Meinung, für die meisten Fälle reicht das 8-Bit, was hier auch sehr gut verarbeitet ist, mehr als aus. Es ist ja gerade vorhin ein bisschen angekündigt worden, dass ich hauptsächlich aus dem Videobereich komme, deswegen ich da auch sehr viel darüber erzähle, aber ihr seid auch hauptsächlich Fotografen, deswegen würde ich jetzt hier nochmal ein bisschen zeigen. Und zwar habe ich jetzt gestern mal ein bisschen fotografiert, um euch zu zeigen, was der Sensor leisten kann. Die Leute, die jetzt eine Fuji haben, denen erzähle ich hier nichts Neues. Aber das ist jetzt eine Aufnahme gewesen in meinem Wohnzimmer, dass eine Blume nachts, also so kurz vor tatsächlich Sonnenuntergang, das sind ISO 12.800 und da seht ihr jetzt schon das Bild so, da sieht man nicht viel. Und wenn ich jetzt reinzoome, Fuji hat hier mit dem X-Trans-Sensor ein sehr gutmütiges Rauschen, ein sehr feines, vernünftiges Rauschen. Selbst mit ISO 12.800, ich bin jetzt hier ganz ordentlich reingezoomt, kann ich noch gut arbeiten. Ich habe jetzt hier mal eine Aufnahme gemacht mit ISO, ja, das war die Vergrößerung. Gut, ich habe jetzt über Touchdisplay gemacht, aber ist egal. Das wäre jetzt ungefähr so diese 100%-Ansicht, aber sieht man auch schon von einem Rauschen. Das ist eigentlich völlig in Ordnung. Das war jetzt ein JPEG aus der Kamera raus. Das heißt, da habe ich jetzt nicht viel gemacht. Habe das jetzt nur einen Ausschnitt genommen und dann wieder mit reingesetzt. Hier haben wir jetzt ISO 5000, das heißt deutlich weiter runter. Und habe das jetzt hier mal in eine Software reingeschoben, habe das nochmal ein bisschen bearbeitet. Das heißt, da kann man es mal richtig schön aufhellen und nochmal mitarbeiten. Auch das ist eigentlich eine sehr gute, sehr saubere Arbeit und auch ein JPEG, das war jetzt kein RAW, hat noch Potenzial, um damit zu arbeiten. Das ist jetzt noch von einem Spaziergang mit meinem Hund, das heißt so eine kleine Blume an der Seite und hier kann man jetzt richtig auch schön auch sehen, wie sauber das Ganze ist. Ich hoffe, dass es auch gut rüberkommt. Das heißt, diese ganzen feinen Strukturen von der Pusteblume, die werden hier gut und sauber dargestellt. Und das ist eigentlich so der große Vorteil von Fuji, von dem X-Trans-Sensor, dass er auf der einen Seite Farben und gerade Gesichtsfarben sehr gut darstellen kann, weil die Kamera mit Sicherheit auch eine sehr, sehr gute Kamera ist, gerade wenn man Street-Fotografie macht, weil man nicht so auffallen möchte. Und dann kann ich mit dieser Kamera schon sehr, sehr weit gehen. Ich kann natürlich das Ganze auch im RAW aufnehmen. Kann aber auch schon die Bilder sehr gut praktisch in der Kamera fertig einstellen. Und da muss ich auch gar nicht mehr viel machen. Gerade für die Leute, die jetzt sehr ungern mit Software arbeiten, da zeige ich euch nochmal schnell, wie das funktioniert. Und zwar habt ihr bei Fuji, Moment, Kamera war aus. Aha, das ist dieser kleine Nachteil, wenn man die Tasten umbelegt, dass die dann eine andere Funktion haben. Jetzt gehe ich mal ganz schnell runter. Jetzt seht ihr auch, wie schnell man eigentlich eine Taste neu belegen kann. Ich hole nämlich das Quick-Menü da wieder zurück. So, das bestätigen wir. Und jetzt reagiert die Taste wieder auf das, was sie eigentlich soll. Ihr habt nämlich hier das Quick-Menü mit drin und könnt hier eure ganze Farbgestaltung eigentlich von vornherein schon hinterlegen. Das ist nichts anderes wie das IQ-Menü hier vorne. Ich gehe mal schnell in die Fotofunktion. So. Ihr seht schon ein bisschen, dass ich das auch gemacht habe und ich habe das auch oben benannt. Ihr seht jetzt hier Eterna V2 und so weiter. Wenn wir das Ganze mal durchgehen. Ihr habt hier bis zu 7 verschiedene Einstellungsmöglichkeiten und könnt auch zum Beispiel sagen, ich stelle das jetzt für mich ein für Porträtfotografie, für Landschaftsfotografie oder für Streetfotografie. Können dann die Schatten, die Highlights, die Gesichts- und Augenerkennung, die Verschlusszeit und sowas alles hier schon im Vorfeld mit rein. Nicht programmieren, das ist ja falsch, aber einstellen. Das heißt, bevor ihr losgeht, könnt ihr die Kamera schon fertig haben. Das heißt, ihr stellt die Kamera ein auf
Streetfotografie, mit Arcos, mit vielleicht einem elektronischen lautlosen Verschluss, um jetzt da vielleicht ein bisschen unbemerkt damit zu arbeiten. Man lässt ja da ganz gerne die Schatten ein bisschen absaufen und geht dann auf Gesichts- und Augenerkennung. Und ich habe im Prinzip alles schon soweit fertig, kann natürlich trotzdem das RAW auch als Backup noch dabei haben, um das im Nachhinein noch zu bearbeiten. Kann aber zum Beispiel auf C2 das Ganze auch so rum einstellen, dass ich sofort in Richtung Sportfotografie bin mit einer Serienbildfunktion, mit einem ohne Gesichts- und Augenerkennung, mit einem kleinen Autofokusgruppe und so weiter. Wenn ich mich ein bisschen mit der Kamera befasse, kann ich die so einstellen, dass ich unwahrscheinlich schnell mich komplett von Situationen umstellen kann. Auch was die Videofunktion angeht, wenn ich im Fotobereich bin und habe die Kamera auf eine 4000stel eingestellt und ich im Videobereich ja normalerweise immer eine feste Verschlusszeit habe von einer 50stel, von einer 100stel und so weiter, also immer mit dieser 180-Grad-Regel, dann hat die Kamera aber auch genau diese Einstellung in der Videofunktion und gehe ich in die Fotofunktion, springt er sofort wieder auf die ursprüngliche Fotoeinstellung, zum Beispiel mit dieser 4000stel. Also auch da kann man sehr schnell zwischen Foto und Video hin und her springen, ohne dass ich jetzt die Kamera komplett umstellen muss. Und das finde ich eine sehr, sehr gute Funktion, weil ich eben sehr schnell mit der Kamera arbeiten kann. Ich kann sehr schnell handeln. Und man muss sich halt einfach am Anfang damit ein bisschen befassen, ein bisschen einstellen. Aber ich denke, da gibt es bei Calumet auch Kurse, da kann man ein bisschen dran teilnehmen. Und dann wird einem so ein bisschen erzählt, wie man die Kamera umstellen kann oder einstellen kann. Aber dann ist es eine kleine, kompakte Kamera, die zu mir passt, die auf mich eingestellt ist, wo ich eigentlich sehr schnell auf Situationen mich umstellen kann. Das heißt, ich bin jetzt zu Hause und fotografiere meine kleine Tochter und dann macht sie jetzt irgendwas Tolles. Und ich kann super schnell umstellen auf die Videofunktion und kann dann so ein kleines Video mit aufnehmen und bin dann wieder vielleicht am nächsten Tag auf einer Hochzeit, muss eine Hochzeit fotografieren und habe dann diese ganzen Konfigurationen eigentlich schon in der Kamera mit drin. Das heißt, viele reduzieren die Kamera so ein bisschen auf dieses kleine, leichte. Das ist es auch mit Sicherheit. Aber ich muss sagen, was sie jetzt auch für mich wieder interessant macht gegenüber einer XE2 oder XE3, dass die Kamera denn einer S10 in nichts nachsteht oder jetzt auch viele Funktionen hat, die eine XT4 mit drin hat. Und damit so auch als Zweitkamera zum Beispiel eine super Kamera ist. Das heißt, machen wir jetzt mal kurz hier das Kabel wieder ab. Das heißt, ihr habt eine kleine Kamera, die ihr sehr schnell und auch professionell einsetzen könnt in euren Jobs, die ihr aber auch trotzdem im Privatleben gut und schnell und schön einsetzen könnt mit hohen Lichtstärken. Ich mache jetzt mal für euch das 50:0 dran. Das heißt, damit ist die Kamera auch jetzt, man sieht es ein bisschen leicht frontlastig. Das fällt aber, wenn man die Kamera in der Hand hat, nicht großartig auf. Und jetzt habe ich hier vorne auch meinen Blendenring mit dabei. Ich habe eine 50:0 Lichtstärke, womit ich auch schon sehr toll Porträt fotografieren kann. Wenn mir das noch nicht ganz reicht, habe ich hier ein 56:1:2. Und damit ist die Kamera immer noch eigentlich kompakt. Wird mit der Hosentasche ein bisschen schwierig, aber ansonsten kann ich damit trotzdem noch arbeiten. Aber ich muss jetzt hier auch überlegen, ich habe eine 1,2er Blende vorne mit drauf, was auch für die Größe ein ziemlich guter Wert ist. Jetzt haben wir natürlich auch mit dem so ein bisschen das Problem, also dadurch, dass wir hier so einen leicht cleanen Look haben, dass mir jetzt vielleicht so ein bisschen die Griffigkeit fehlt. Da hat sich Fuji natürlich auch schon was bei gedacht. Und zwar habe ich jetzt hier eine Grifferweiterung. Die kann ich jetzt an die Kamera dran machen. Und damit kann ich dann auch ohne Probleme mit größeren oder etwas schwereren Objektiven arbeiten. Ob ich jetzt ein 100-400 nehmen würde. Ja gut, so ein großes Objektiv, das nehme ich wahrscheinlich auch komplett in die Hand und habe das dann auch am Objektiv dran. Aber mit dem Handgriff habe ich jetzt eine ganz andere Griffigkeit. Bedeutet, wenn ihr es mal hier so ein bisschen seht, Moment, ein bisschen umdenken. So, ihr habt jetzt hier eine richtige Grifferweiterung. Das heißt, hier könnt ihr wunderbar mit reingreifen. Ihr habt nach unten mehr, das sind ungefähr so 2-3 mm. Das heißt, euer kleiner Finger rutscht unten oder kommt damit auch deutlich besser klar. Ihr habt jetzt das Gewinde in der optischen Achse mit dabei und kommt trotzdem noch an das Akkufach mit ran und könnt damit ganz normal arbeiten. Das Ganze ist aus Alu gefräst, habt ihr auch so eine Arca-Swiss-Schiene mit dran. Könnt es also dann in ziemlich vielen Stativen so mit reinpacken. Und wem das noch nicht reicht, da gibt es auch noch mal so eine
so eine Daumenhalterung, die wird dann oben in das, in den Blitzschuh mit reingeschoben. Und dann habe ich da auch nochmal diese Halterung mit dabei. Also ich selber kann damit nicht ganz so viel anfangen. Das heißt aber noch gar nichts, weil jeder hat eine andere Ergonomie von der Hand oder auch von den Fingern. Und deswegen, was dem einen taugt, muss dem anderen noch lange nicht gefallen. Aber da muss jeder gucken, was einfach so am besten passt. Das wäre aber auch nochmal eine Möglichkeit. Kleiner Tipp von mir noch, die Kamera wird auch im Set mit dem 27-28 verkauft, mit dem neuen, und zwar für nur 150 Euro mehr. Das Objektiv ist normalerweise, ich meine, das liegt so bei 450 Euro, wenn ihr es einzeln kauft. Also wenn ihr euch eine XE4 kauft, ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen, nehmt das 27er gleich mit. Auch mit dem 27er könnt ihr schon wunderbar mit der Hintergrundunschärfe arbeiten. Ihr habt damit ein sehr kleines Objektiv, ein sehr flaches Objektiv. Könnt es auch mit euren anderen Fujifilm-Kameras nutzen und dann ist eure Kamera einfach super kompakt. Und wie gesagt, ihr zahlt nur 150 Euro dafür. Habt dann auch einen Blendenring mit dabei, das ist mal die Neuerung zu dem alten. Und dann habt ihr die perfekte Kamera für die Hosentasche. Wie gesagt, ihr habt es vorhin gesehen, selbst mit ISO 12800 noch super nutzbar. Jetzt habe ich schon wieder Hosentasche gesagt. Also kommt auf die Hose auf an, aber eigentlich meine ich Jackentasche. Das heißt, die könnt ihr wirklich mal schnell einpacken, ihr habt sie dabei und die beste Kamera bringt nichts, wenn ihr nicht dabei habt, aber ich würde sagen, das ist eine Kamera, die habt ihr auf jeden Fall dabei. Probiert sie gerne mal aus. Ich finde sie klasse. Ich muss mal gucken, ob ich sie zurückschicken muss. Ich hoffe, das dauert noch ein bisschen, weil es macht wahnsinnig viel Spaß. Gerade wenn ihr Familie habt, dann wisst ihr ganz genau, wie es ist, wenn ihr immer Gepäck dabei habt, wenn ihr einen Rucksack dabei habt und die Kindersachen und was weiß ich alles. Und die Kamera ist einfach klein eingesteckt und dann müsst ihr nicht immer nur mit dem iPhone fotografieren. Ich mache das genauso, dass ich jetzt auch das iPhone habe ich einfach dabei und deswegen fotografiere ich auch damit viel. Aber das wären einfach andere Bilder, wenn ihr das mit so einer Kamera fotografiert, weil einfach die Feinheiten, die Strukturen richtig da sind. Ihr könnt mit der Unschärfe arbeiten. Und wenn ihr die Kamera vom Grading her mal richtig eingestellt habt, dann habt ihr einfach so ein Bild komplett aus der Kamera raus. Das ist schon fertig. Ihr habt einen richtig schönen Look mit dabei, gerade was die Körnung, was die Farbe und so weiter angeht. Und könnt auch die Bewegung eben gut mit aufnehmen. Also gerade, wenn ihr jetzt wenig Licht habt und ihr habt jemanden, der sich bewegt, das ist einfach das Problem. Und da könnt ihr aber mit der Kamera, mit einer 125er, super mitarbeiten und habt dann auch die Bewegung einfach scharf drauf. Was ich jetzt noch nicht angesprochen habe, WLAN, Bluetooth, aber ich glaube, das versteht sich von selber. Es hat mittlerweile jede Kamera mit drin, auch in der Kamera ist es mit dabei. Also ihr könnt unterwegs Bilder übertragen auf euer Handy, ihr könnt sie von eurem Handy aus steuern und ihr habt auch die Möglichkeit, GPS-Koordinaten permanent an eure Exif-Daten anzuhängen und dann auch nachher zu wissen, wo ihr das Ganze aufgenommen habt. Guckt nochmal kurz, ob ich jetzt alles mit dabei habe. Genau, Zubehör haben wir auch alles mit dabei, Größe, Geschwindigkeit. Wie gesagt, vom Autofokus her müsst du da überhaupt keine Einbußen einnehmen von der Serienbildgeschwindigkeit. Ja, X-T4 macht 15 Bilder pro Sekunde, hier haben wir 8 Bilder pro Sekunde. Also finde ich jetzt keinen wirklichen Nachteil. Auch mit 8 Bilder pro Sekunde bin ich mal sehr gut klargekommen. Wenn ihr jetzt natürlich ein Sportfotograf seid, aber dann habt ihr sowieso eine andere Kamera, dann geht ihr eh sowieso auf die X-T4 mit drauf. Das war es von meiner Seite. Hat mich sehr, sehr gefreut. Wir müssen mal gucken, ob schon Fragen angekommen sind über den Chat. Aber falls ja, bin ich gern bereit, sie zu beantworten. Peter, kannst du schon wieder hören? Ich höre euch, ja. Ja, er hört uns, genau. Hallo. Hallo. Vielen Dank, Peter, für deinen tollen Beitrag. Sehr gerne. Ja, ich glaube, du guckst einfach gleich nochmal in den Chat rein, ob da doch noch irgendwelche Fragen offen geblieben sind. Uns ist da jetzt gerade nichts groß aufgefallen. Aber trotzdem, ich glaube, einen kleinen Blick solltest du nochmal draufwerfen. Das würde uns auf jeden Fall freuen. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Live-Event. Sehr gerne. Und bis dahin, bleib erstmal gesund. Danke, das wünsche ich euch auch einen schönen Feiertag noch. Vielen Dank, Peter. Tschüss, mach's gut. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ja, jetzt haben wir noch einen kleinen Trailer zu spielen. Den wollten wir einmal kurz einstellen.